Da hinten. Na, komm. Und? Habe ich getroffen? Ja, ich habe getroffen. Wie ein Kätzchen. So. Hoffentlich hört er nichts. Natürlich hört er was. Oh Gott, jetzt muss ich treffen. Ja, sehr gut. So, gute Nacht, schlaf schön. So. Mir ist egal, ob das jemand gehört hat. Ich bin... Oh, weg. Alter, wo kommen die ganzen Wachen her? Ja, pass mal auf. Ich mache jetzt nahe Schütze. So, gute Nacht. Bis bald. So, ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Und häng ab. Bentley, wie ist dein Status? Bin mit dem RC-Helikopter in Position. Alles bereit, was? Um ihre Bodenluftverteidigung auszuschalten. Für den Coup brauchen wir die uneingeschränkte Luftherrschaft. Pass auf, Helikopterteile sind nicht billig. Nein! In Sicht! Hey Bentley, steuer den Helikopter mit dem linken Analogstick und werfe mit der X-Taste Bomben. Wenn du den Jeep verlierst, projiziere ich einen holographischen Zielpfeil. Folge ihm zurück in die Action. Ach, wie geil ist das denn? Ich habe hier so einen kleinen Helikopter. Der hat hier Bomben. Gar keine Frage. Das hat heutzutage jeder kleine Miniaturhelikopter, den man im Laden kaufen kann. So, und damit machen wir hier kurz den Jeep kaputt. Warum auch nicht? Ja. Wow, Alter. Ja, wie denn? Ach so. Wunder. Sehr gut. Okay. Jetzt, Alter, was macht der für... Ich glaube, ich habe gerade eine Flasche gehört. Ja, merken wir uns mal. So, jetzt erstmal Jeep kaputt machen. Jetzt komm. Lass doch mal stehen. Und lass deine blöden Raketen bei dir. Da oben war die Flasche. Au. Aber ich habe die Flasche gesehen. Dann fehlt nur noch eine. Da war sie. Oh, nicht nochmal treffen lassen, das ist nicht so gut. Also, jetzt geh kaputt und lass deine blöden Raketen bei dir. Mag ich nicht, nö. Gut geflogen, Partner. Geht doch. Der Jeep ist ausgeschaltet und der Himmel ist frei für den Coup. Yeah, dann kann der Coup ja jetzt steigen. Gibt's wieder eine Besprechung? Ja, also, bis gleich. Okay, stimmt eure Uhren ab. Dieser Coup erfordert äußerste Präzision. Hier ist der Plan. Ich beginne, indem ich die Hauptbrücke des Palastes zerstöre. Das wird die Verstärkung vom Gästehaus abschneiden und die Wachen im Ballsaal, die Clockworks Flügel bewachen, hoffentlich ablenken. Dann wird Sly Carmelita an ihren Tanz erinnern und während die Menge von ihrem Tango gefesselt ist, lässt Murray sich mit der elektronischen Winde in den Ballsaal herab. Sobald er unten ist, kann er die Flügel abschneiden und mit Hilfe der Winde abhauen. Anschließend sollte Murray aus dem Palast verschwinden. Ich decke seine Flucht mit dem ferngesteuerten Helikopter. Sobald er über die Zugbrücke ist, haben wir es geschafft. Das hört sich nach einem sehr guten Plan an. Mal gucken, ob es aufgeht. Okay, mit wem müssen wir eigentlich anfangen? Ich gehe mal mit Sly. Weil ich möchte auch gleichzeitig noch nach die eine Flasche holen und die andere auch suchen. Na komm, das machen wir jetzt kurz, weil ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass wir wieder zurück können. Auch wenn wir hier fertig sind. Aber ich würde es lieber gerne jetzt machen, weil das sind eigentlich auch... Also, da war ein ziemlich gutes Extra drin im ersten. Zweite könnte ja natürlich auch eins sein. Wo waren das? Da oben, ne? Das da war's. Nein, dann war es. Genau, hier war es. So, eine fehlt noch. Na toll. Könnt ihr euch mal trennen? Dankeschön. Das hat nicht gereicht, gell? Gut. Da ist die letzte Flasche. Da ist die letzte Flasche. Ja, gut. Okay, zurück zum Tresor. Bevor wir irgendwas anderes machen. Zurück zum Tresor. Alter, wie geil ist das denn? So. Du guckst mal, ob der Grill an ist. Ja, ist an. Gut. Dann, ja. Ich habe eh keine Lust auf Grillen. Jetzt nicht. So. Ja, ich kann natürlich durch die Wand gehen. Das ist kein Problem. Ich bin ja schließlich Sly. Ich kann sowas und darf auch sowas.
Ist mir egal, was andere sagen. Ich darf das. So, und du? Nervst. So. Okay. Ja, und hopp. Und ja, jetzt geh weg. Ich würde zu gern Rajans Gesicht sehen, wenn er merkt, dass der Safe leer ist. Der Code ist 857. Okay, 857. Was denn das? Wahnsinnsschlag. Du hast den Wahnsinnsschlag erhalten. Oh, cool, was macht er? Wahnsinnsschlag, R2. Ja. Verwirrt alle Feinde nach einer Berührung mit deinem Stab, greifen sie sich gegenseitig an. Ach, wie geil. Ich sag doch, es lohnt sich, die Tresore... Ja, zu öffnen. Tut mir leid, Sly. Ja, wir haben eine Wache jetzt pulverisiert, das bedeutet, es wird uns nichts bringen. Versuchen wir es mal draußen. Ach, wie geil. Ich muss einfach eine Wache schlagen, dann greift die andere an. Ja, ganz ehrlich, wie geil ist das denn? So. Muss ich wahrscheinlich so machen wie die flammenden Fäuste. Ich habe aber. Ich wollte gerade noch nach dem Einsatz gucken, ob der irgendwo ist. Wenn ich auch weiß, mit welchem Charakter ich da jetzt hin muss. Weil. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht kann ich auch gleichzeitig mit Sly hier bleiben. Könnte natürlich auch. Ah, da ist es wieder. Mary oder Bentley sein. Okay, es ist Bentley. Nehme ich dich gleich mit. So, da unten ist eine Wache. Hier oben auch. Ja. Okay, R2. Warum geht denn das nicht? Hallo? Hä? Hallo? R2? Ich drücke hier gerade wie wild auf R2. Ja, toll. Machen wir erstmal. Ja, das hat geklappt. Warum geht denn die andere Taste nicht? Hallo? Warte mal, ich schütte mal den Controller. Ach, jetzt klappt's. Ah, natürlich. Das ist mein Billig-Scheiß-Controller. Ja, der ist natürlich uralt. Und der ist mir, glaube ich, einmal runtergefallen. Dadurch hat sich da hinten irgendwas verhackt. Dann muss man manchmal... Was machst denn du? Alter, da soll schon... Achso, da ist einer. Ja, greift euch mal an. Alter, wie blöd sind die, ganz ehrlich. So, tot. Tschüss. Ja, hat ja gut geklappt, aber... Das regt mich jetzt auf. Ich muss ab und zu schütteln und dann funktioniert es mit dem Controller. Ja, aber es kann schon nicht bringen. Ich muss mir einen anderen holen. Ich habe jetzt hier natürlich keinen in der Nähe. Da muss ich zuerst meinen Freund betteln, dass er mir den Controller gibt. Toll. Ja, jetzt leck mich. Ich bin gerade scheiße drauf. Nee, es regt mich jetzt gerade echt auf. Mann, warum passiert immer mir das? So, weg. Ming-Vase und altertümlicher Windvogel, okay. So, kaufen wir jetzt irgendwas? Ich würde sagen, die Rauchbombe. Komm, wir kaufen den mal, dann hat es leider auch irgendwas. Obwohl, er hat ja eigentlich schon das meiste. So, Bentley. But uff, ich brauch dich. Okay, da müssen wir hin. Zur Brücke. Ja, stimmt, wir wollten. Der hat ja gesagt, wir sollen die Brücke sprengen, gell? Dann machen wir das doch. Indem wir ein paar Meter weiter weg von der Brücke gehen, die wir eigentlich zerstören wollen. Okay, Bentley. Murray und ich gehen in Position. Glaubst du immer noch, dass du etwas so Großes demolieren kannst? Glaub schon. Man muss kein Ingenieur sein, um eine Brücke zu sprengen. Ach so. Ich bringe zuerst einmal die Sprengladungen an den unteren Streben an. Sobald die Struktur instabil wird, sollten die Halteringe an den oberen Streben abspringen. Dann müsste ich die oberen Streben sprengen können. Und dann stürzt die Brücke ein. Ach so, okay. Pass nur auf den Kopf auf, wenn das Ding instabil wird. Wir brauchen dein Hirn in einem Stück. Ja, motivierend natürlich. Ich habe jetzt überhaupt nicht verstanden, was der geredet hat. Also zuerst untere Streben, dann obere Streben, richtig? Okay, 9, 1. Okay. Wow. Alter.
Ja, mach ich doch schon. Ist es dir nicht... Wow, aufgefallen. Alter, jetzt wird's ungemütlich. Wow, wow. Ja, zum Glück... Zum Glück gibt's Schatten. Zum Glück gibt's sowas wie... Shader. So, jetzt hoch. Bumm. Okay. Jetzt kaputt machen. So. Geh kaputt. Ach so, vielleicht zweimal. Warte mal. Eins, zwei. Ah, okay. Okay, die sind ein bisschen robuster. Nicht mehr lange. Eins und zwei. Wow, Alter. Das war knapp. Ja, ah, bleib oben, Bentley. Das wäre ungesund, wenn du jetzt runterfällst. Jetzt bist du... Alter, könnte die Brücke jetzt bitte mal auseinanderbrechen? Nur noch zwei Streben. So langsam wird's... Ja, jetzt mach kaputt und weg hier, weg hier. Du bist immer noch auf der Brücke. Oh, die arme Brücke. Okay, Sly. Brücke ist hin. Ich lasse den Van-Bahn laufen und mache den RC-Helikopter fertig. Viel Glück. Ja, die Wachen da, die juckt überhaupt nicht, dass er gerade die Brücke zusammengebrochen ist. Die stehen da einfach rum und denken, ist hier was passiert? Die Brücke ist zerstört? Nehmt so viele Männer wie nötig und seht euch das an. Okay, ja, ich nehme zwei mit. Das reicht. Mary, bist du in Position? Klar. Überhaupt nicht auffallend. Anscheinend funktioniert Bentleys kleine Ablenkung. Initiiere Phase 2. Ich kümmere mich um Carmelita und die Menge. Du sorgst für die schweren Arbeiten. Wer leuchtet da? Ach, niemand. Miss Fox, schätze, Sie schulden mir einen Tanz. Beste Zeit. Ich dachte, Sie wären schon weg. Ach was? Ich habe nur auf den perfekten Moment gewartet. Genau. So. Ui. Oh. Alter, das sieht richtig romantisch aus. Eine romantische Begegnung. Ach schön. Ich freue mich für Sly. Wahrscheinlich sein Lebenstraum. Ja, und da oben hangelt sich Mary nach unten. Das fällt überhaupt nicht auf. Das juckt überhaupt niemanden. Wir sind ja so interessant. Ach schön, ich freue mich gerade voll für Sly. Ich kenne Sie irgendwoher. Sind Sie ein Gesetzesvertreter? Bei meinem Job habe ich oft mit der Polizei zu tun. Das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist gar nicht mal gelogen. Gut ausgetrickst, ne? Willst du das Alphabet jetzt sagen? Okay, A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Egal. Jetzt wird getanzt. Zack. Gut. Dankeschön. Guck mal, da ist hässliche Schuhe. Nö, sah nur so aus. Oh Gott. Oh Gott. Alter, das muss doch auffallen. Ja, anscheinend nicht. Okay. Nö, also ich sehe auch nichts. Oh. Nö, ich sehe nix. Seht ihr irgendwo einen Mary und Clockworks Flügel rumfliegen? Ich nicht. Wenn ihr da was seht, dann ist es wahrscheinlich nur eine Illusion. Ja. Ja. Kann ich auch. So. Nicht kotzen. Gut. Und Schluss. Komm noch, küssen, komm. Oh. Sagen Sie mir, Fremder, wie heißen Sie? Warum den Moment ruinieren? Hä? Ich verstehe nicht. Die Flügel. Was ist mit Clockwerks Flügeln geschehen? Oh, oh. Was? Wie? Wer könnte... Was? Cooper! Ja, siehst du mal so, er hat dir eine Rose dagelassen. Das macht nicht jeder Dieb. Aber das juckt die, glaube ich, gar nicht. Jetzt ist er ein bisschen, ja, aggressiv, glaube ich. Jetzt aber schnell weg hier. Oh. Clockwerksflügel. Da sind sie. So, jetzt aber weg hier. Mary, ich decke deine Flucht mit dem RC-Helikopter. Ich kümmere mich um die Wachen. Bleib nur in Bewegung. So.
Oh, da, Die Dinger sind schwer. Ja, hast du gedacht, die sind federleicht wie echte Flügel? Das ist Metall. Boah, lass meinen Freund in Ruhe. So, da kommt noch mal einer. So. Ist das ein Stress? Ja, wo laufst du überhaupt hin? Da unten geht's zur Brücke. Ja, Mary, toll. Was machst du da für einen Scheiß? Ganz ehrlich? Ach, komm. So. Gut geflogen, Bentley. Dankeschön, Dankeschön. Oh, die Affen sind los. So, jetzt nicht mehr. Ah, du bleibst ebenfalls weg. Nicht mehr weit. Sehr gut. Mach aber schneller. Wird hier ein bisschen unangenehm. Wow. Lass mein Hippo in Ruhe. Ja, dann mach schneller. Da unten. Was war denn das gerade? Egal, schieß einfach mal rum. Alter, warum deckt's denn jetzt? So. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Dann halte ich jetzt nochmal die Klappe. Nachdem die Gang und ich mit Clockwerks Flügeln entkommen waren, ließ Carmelita ihre Tarnung auffliegen und nahm wahllos Verhaftungen vor. Mit seinem zerstörten Ruf musste Rajan von seiner eigenen Party fliehen. Zurzeit versteckt er sich tief im indischen Dschungel. Die Gang und ich machten einen Abstecher nach Bollywood. Es war nicht leicht, aber schließlich konnten wir Mary auf die Bühne eines indischen Musicals zerren. Ich war froh, dass die Jungs sich entspannen konnten, aber Rajan war immer noch da draußen und ich wusste, dass die Sache sich zuspitzen würde. Bedrohlich. Also Rajan gibt's immer noch. Das ist auch neu, dass ja, die immer noch überleben, sozusagen. Okay, Episode 3 kümmern wir uns um diesen kleinen Tiger. Aber erst beim nächsten Mal, weil erstens müde. Es ist schon wieder 1 Uhr, 2 Uhr. Ne, 1.30 Uhr. Und außerdem möchte ich einen neuen Controller holen, bevor ich da weitermache. Okay, schauen wir mal. Episode 1, 100%. Episode 2, auch 100%. Und ungefähr gleich abgeschlossen. Dann geht's nächstes Mal weiter mit Episode 3. Ich weiß nicht mehr, wie viele Episoden das Spiel eigentlich hat. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.